Einen wunderschönen guten Nachmittag oder frühen Abend. Vielen Dank fürs Sitzfleisch. Ich bin beeindruckt. Ich hätte gedacht, dass maximal zwei Leute noch am Start sind, gefühlt. Denn es waren echt zwei pickepackevolle Tage. Noch mehr freut mich allerdings, dass wir in den letzten zwei Tagen, wenn ich sage wir, dann meine ich uns von Pure, zusammen mit meinem Gründer, der übrigens auch hier sitzt, Erik, darfst du mal kurz die Hand heben. Wir haben tatsächlich eine Mission und mir war bis heute zwar klar, dass viel Musik in dem Thema steckt, aber dass es so relevant geworden ist, dass wir über zwei Tage verteilt doch des Öfteren Namen von Marktbegleitern wie Scope 3 und Ähnlichem gehört haben, freut mich ganz besonders, denn es zeigt, dass mindestens unsere Branche in Deutschland die digitale Werbung oder das digitale Marketing verstanden hat, dass wir hier eine hehre Aufgabe vor uns haben. Und jetzt will ich gar nicht zu sehr auf die Moralapostel-Tour kommen, aber ich möchte das Thema gern inhaltlich noch etwas beleuchten, insofern, als dass ich einmal aufzeigen möchte, wo denn die Emissionen entstehen, wo wir da stehen. Einen kleinen Tipp haben wir gerade schon bekommen von der Linda. Und natürlich geht es uns bei Pure darum, den Weg aufzuzeigen, wie es gelingen kann, mithilfe von Werbung, mithilfe von Wachstum der Werbeindustrie, der digitalen Werbung, Fortschritte bei der Steuerung und dem Ausbau der Nachhaltigkeit digitaler Werbung und Kommunikation gelingen kann. Dazu ein ganz kurzer Ausflug in die Welt der Zahlen. Eine Standardkampagne mit einem Volumen zwischen 5 und 10 Millionen Werbekontakten, gemischte Formatvielfalt, emittiert aktuell nach bestehenden Modellen ungefähr eine Tonne CO2e. Das ist sozusagen der Kohlenstoff oder das Treibhausgas, das emittiert wird durch den Stromverbrauch. Also eigentlich erstmal ein sehr einfacher, direkter Zusammenhang. Das ist ein Äquivalent, diese eine Tonne CO2, ein Äquivalent zu einem Flug nonstop von Paris nach Los Angeles. Das klingt erstmal noch überschaubar. Man könnte aber auch sagen, wir reden hier von 121.000 Ladezyklen eines Smartphones, eines gängigen. Oder im schlimmsten Falle von ca. 2,4 Millionen Plastikstrohhalmen, die sozusagen CO2 in der Produktion und im Kunststoff verbraucht haben. Und wie eben schon angedeutet von Linda in der Anmoderation, reden wir hier von einem Niveau dieses Jahr so auf Flughöhe der Avionik, also des gesamten Flugverkehrs in Prozenten. Und ab nächstem Jahr bei weiterhin positiver Entwicklung des digitalen Werbemarktes reden wir hier von derselben Emissionsmenge CO2 wie der gesamte Automobilverkehr des Planeten auf dem Planeten. Und das, finde ich, ist wirklich eine erschreckende Zahl. Und insofern finde ich großen Spaß an der Mission mit Pure und was wir tun und wie wir es tun, dazu komme ich in Kürze. Hier noch ein paar interessante Zahlen. Wo steht denn Deutschland in diesem Kontext? Denn wir haben bis eben von weltweiten Emissionen gesprochen. Deutschland wird von der Internationalen Energiebehörde auf Platz 3 der weltweiten digitalen oder Emissionen, CO2-Emissionen aus digitalen Prozessen, digitaler Werbung, digitalem Marketing gerankt. Das sind Zahlen aus 2023. Wir hatten, glaube ich, 2023 nicht das allerbeste Jahr im Markt. Nichtsdestotrotz ist der Markt gewachsen. Gerade vorhin kam, glaube ich, eine UVK-Statistik, dass wir uns auch 2024 auf schönes Wachstum freuen können. Was heißt das alles? Das soll nicht heißen, oh mein Gott, wir sind so schlimm und wir müssen unbedingt weniger Marketing oder Werbung machen. Ganz im Gegenteil. Eine etwas polarisierende Aussage, aber eine, hinter der ich zu 100% stehe. Dieser Wechsel, dieser Wandel, dieser Change kann uns nur mit Wachstum gelingen. Warum? Weil er Geld kostet. Und wenn wir alle weniger machen, also sozusagen anfangen nur zu sparen, dann führt das ja eigentlich zu einem gegenläufigen Effekt. Man macht zwar weniger, erzeugt aber dadurch auch weniger Geschäft. Und das ist eine Abwärtsspirale, in der man sich sozusagen zugrunde spart. Worum es uns eigentlich geht in unserem Technologieansatz ist, das Ganze zu verstehen, zu managen und Reduktion selbstständig zu kontrollieren bzw. zu steuern. Und was braucht es dafür? Dafür braucht es Software. Wir haben unter anderem eine Statistik oder eine Schätzung aktuell von 500 bis 600.000 Milliarden Werbekontakten weltweit.
Das ist die Basis. Die wächst weiter. Wir haben zudem zwischen 0,1 und 1,1 Gramm CO2 je Werbekontakt, also jede stattfindende echte Impression. Vermutlich ist hier auch kein kleiner Anteil Fraud in der Statistik, aber das ist aktuell noch nicht rauszufiltern. Und damit ist Deutschland als der drittgrößte Emittent verantwortlich für ungefähr 8 Megatonnen CO2-Emissionen allein aus digitalen Prozessen, Marketing und Werbung. Und deswegen finde ich es toll, dass der Markt sich bewegt und dass wir Teil dieses Wandels sein dürfen mit Pure. Dafür sind wir angetreten. Und wir erkennen, dass wir mit dem Markt und eigentlich ja auch dem Rest der Welt, nämlich den 197 Ländern, die bei der Pariser Klimakonferenz sich darauf verständigt haben, dass wir was tun müssen, dass wir die Klimaerwärmung bei 1,5 Grad im besten Falle eindämmen, dass wir sozusagen an diesem Trend mitwirken und ihn gestalten dürfen. 90% aller Unternehmen in Deutschland konstatieren, wenn gefragt, zuletzt in einer Umfrage des Bitkom, dass sie unbedingt bereit sind für den Wandel und dass sie Nachhaltigkeit ihrerseits absolut unterstützen und mit eigenen Strategien der Nachhaltigkeit nachstreben. Warum ist das Thema also erst jetzt so präsent? Also zum einen, weil sowohl der gesellschaftliche Druck als auch der Druck aus der Politik, also der Steuerungsdruck aus der Politik, viel zu lang gedauert hat. Ja, wir sind relativ spät damit breit in die Kommunikation und vor allen Dingen in die legislative Steuerung gekommen. Mittlerweile, mit Beginn dieses Jahres, 5. Januar, glaube ich, war es, ist die CSRD, die auch schon in anderen Vorträgen erwähnt wurde, in Kraft getreten. Und diese Berichtspflicht aus der Europäischen Union bedeutet für Unternehmen unterschiedlicher Größen, das aktiviert jedes Jahr weitere Unternehmen kleinerer Größe, dass sie beispielsweise in ihren Berichten, in ihren Finanzberichten aufzeigen müssen, was sie an CO2 emittieren, was ihre Strategie zum Beispiel zu Gegenmaßnahmen ist und wie viel sie offsetten bzw. an Gegenmaßnahmen gegensteuern können. Die Challenge dabei allerdings ist, wir haben natürlich mehrere, aber eine ganz wichtige Challenge aus den digitalen Prozessen heraus zu lesen ist, dass die Daten einfach noch nicht granular oder genau genug vorgelegen haben und es ehrlicherweise auch eine recht komplexe Lieferkette ist. Insider oder Marktbegleiter bzw. Kollegen, auch bei Madvertise früher, kennen diese Grafik, denn ich zitiere sie gern, von Luma Partners, zeigt auf, wie ungefähr unser Markt gestaltet ist. Ja? Der ist in den meisten Ländern ungefähr ähnlich strukturiert und es gibt roundabout 11.000 Unternehmen, die innerhalb dieser Lieferkette, dieser digitalen, aktiv sind. Die alle natürlich energiesavvy sind, logisch. Und diese Komplexität nun aufzulösen, ist keine so leichte Aufgabe. Und idealerweise kommt dann natürlich die Modellierung dieser Daten, also wie man sie kombiniert, um auf authentische bzw. richtige CO2-Werte zu kommen, kommt nun natürlich idealerweise auch nicht aus der Privatwirtschaft, sondern im besten Falle über Steuerungsentitäten, also sprich über die Legislative oder über Trade Unions, BVDW und ähnliches, IAB. Und glücklicherweise ist das mittlerweile ein sehr vitales Thema und es finden mehrmals im Jahr Veröffentlichungen und Updates zu solchen Berechnungsmodellen statt. Und das ist prinzipiell die Basis für unsere Vorgehensweise auf der Technologie, die wir mitgebracht haben. Die Technologie, mit der Pure die Leistung der Dekarbonisierung digitaler Werbung anbietet, ist in Frankreich produziert von unserem Technologiepartner Impact Plus. Ist die einzige europäische Dekarbonisierungstechnologie übrigens, die es aktuell im Markt in dieser Komplexität gibt. Das ist eine bestehende SaaS-Lösung, die für Agenturen und Advertiser direkt anwendbar ermöglicht, die Kontrolle über die eigenen durch den Media-Einkauf und das Campaigning verursachten CO2-Emissionen zu steuern und entsprechende Reduktionsstrategien in die Hand zu nehmen und mit Plan zu verfolgen, gegenzuchecken und weiterzuentwickeln. Und wir haben es in anderen Vorträgen vielleicht auch schon gehört, das Potenzial der Reduktion über zum Beispiel den Einsatz verschiedener Technologien liegt bei roundabout 50% und mehr. Nun ist es allerdings so,
Ich habe mir die Vorträge zum Teil angehört. Wir haben recht gute Audits gemacht, haben den Markt gescreent zu aktuellen Technologien. Nun ist es allerdings so, dass wir einen anderen Weg gehen insofern, als dass wir nicht die Entscheidung abnehmen wollen, wie eine Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen ist. Für uns ist bei Pure ist der Advertiser oder die Mediaagentur als Etat- oder Budgethalter hier natürlich in der Steuerungsverantwortung, einfach auch aufgrund des Geschäftsmodells und der inhärenten Strukturen. Es müssen Einkaufsentscheidungen getroffen werden, die Technologie nicht für den Advertiser oder die Agentur treffen kann. Das geht zu tief, das geht zu weit. Insofern braucht es unseres Erachtens Technologie, die einem die Möglichkeiten von geplanter Reduktion und Minderung von CO2-Emissionen aus digitalen Kampagnen ermöglicht. Aber die Entscheidung, welche Hebel wie weit gezogen oder gedreht werden, diese Entscheidung müssen die Werbetreibenden und ihre Agenturen bitte selber treffen. Was kann denn so eine, wir nennen das übrigens ESP, diese Plattformart, Environmental Sustainability Platform, das kleine Bild hier oben links, zeigt es schon, zum Beispiel ein Teil eines Kundendashboards. Wie kommt also so eine Plattform an so viele Daten und wie verarbeitet sie sie? Und ohne jetzt zu technisch zu werden, auch wenn ich mich selber gerne als Nerd bezeichne, so nerdig bin ich dann auch nicht, müssen wir da mal eine Abstraktionsebene höher gehen und schauen, welche Hebel, welche Datenpunkte haben wir denn zur Verfügung. Und die gängigsten und einflussreichsten Datenpunkte für die CO2-Reduktion aus digitalen Kampagnen, übrigens kanalübergreifend, also Social, Programmatic, Digital Out of Home, alles fällt da mit hinein für die Analyse und auch die Reduktion, stehen uns im Grunde 10 Datencluster zur Verfügung, die einen enormen Impact haben. Zum einen natürlich das eingesetzte zur Aktion kommende Technologie-Stack, also Ad-Server, DMPs, SSPs, DSPs und so weiter, alle Akronyme, die wir in unserem Markt so schön feiern. Natürlich die Assets in den Werbemitteln, die ein ganz relevanter Faktor sind, einfach aufgrund der sehr unterschiedlichen Dateigewichte, aber zum Beispiel auch der zum Einsatz kommenden Technologien, Stichwort irgendwie Vorladen, also Prefetching oder Lazy Loading oder wie auch immer. Dazu kommen aber eben auch so Details wie in jeder Kampagne steuerbar, zum Beispiel die Internet, also die Connectivity, so sagen wir, oder Anbindung, sprich, ist es ein Desktop-Computer mit einer Landline, also einem LAN-Kabel, ist es eine Wi-Fi-Connection oder ist es ein Smartphone mit einer G5-Datenverbindung? Und das macht einen enormen Unterschied, das möchte man gar nicht glauben, aber Videokampagnen über oder auf Smartphones ausgeliefert, die nur in Anführungsstrichen ein Datenroaming über G5 haben, sind mit die schmutzigsten Rendering-Devices, die man sich vorstellen kann, aufgrund der sehr energieintensiven Infrastruktur, die eben hinter dieser mobilen Datenverbindung steckt. Weitere Details sind natürlich die Devices, die die Kampagnen rendern, heißt Smartphone versus Desktop, die haben alle einen Lebenszyklus, die haben alle einen CO2-Stempel aus ihrem Produktionszyklus und Transport und sie haben auch einen End-of-Life-CO2-Fußabdruck und all das gehört nun mal auch in die Arithmetik und die Berechnung eines CO2-Fußabdrucks einer Kampagne, gesamthaft. Die Performance einer Kampagne und das Budget sind ausschlaggebende Punkte dafür, wie performant, aber auch wie sauber oder schmutzig eine Kampagne sich ausgestalten und ausliefern lässt. Und nicht zuletzt ähnlich oder auch nicht ähnlich, sondern nah an der Strategie eines unserer Marktbegleiter ist der Supply Path ein wichtiger Punkt, ganz klar. Supply Path, für die, die nicht so tief in der Materie stecken, bedeutet nichts anderes als der Weg, über den ich in diesem digitalen Auslieferungsprozess einer Werbekampagne eine Werbefläche einkaufe. Und wer schon ein paar Präsentationen hier gesehen hat, das ist zum Teil so komplex, speziell im Kontext Programmatic Advertising, dass ich mich regelrecht verliebt habe in das Slide eben von WeLect, das aufgezeigt hat, wie cool es eigentlich ist, wenn man eine Publisher, eine Plattform hat, die
choice-driven Werbung konsumieren lässt, weil es dann nämlich keine milliardenfachen Ad-Requests braucht, die sozusagen gestellt werden vom Publisher, damit irgendeiner der vielen Advertiser über die programmatischen Wege dann diesen einen Ad-Space befüllt. Wer jetzt glaubt, dass das ein Plädoyer gegen Programmatic Advertising ist, der irrt sich. Ich bin ein großer Fan von Programmatic Advertising. Ich bin nur kein großer Fan von digitalem Müll. Und genau um den geht es eigentlich beim Thema Reduktion von CO2-Emissionen aus digitalen Marketing und Kampagnen im Speziellen. Denn da findet einfach wahnsinnig viel statt, was völlig unnötig ist und was Ressourcen verbrennt. Und das kann man über eine Plattform wie eine ESP beispielsweise ziemlich smart steuern. So eine Plattform trackt also, ermittelt während einer Kampagne kanalagnostisch, über welche Kanäle, welche Creatives, mit welchen Targetings, auf welchen Devices eine Kampagne ausgeliefert wird. Klammer auf, man kann es sogar im Vorfeld checken lassen, durch zum Beispiel Mediaplan, Upload und Analyse und Gewichtung, also Errechnung eines möglichen digitalen CO2-Fußabdruckes und kann schon im Vorfeld optimieren. Aber im Programmatic und im ESP-Live-Case ist es so, läuft mit der Kampagne wie eine Studie eine qualifizierende mit und bietet auf der Plattform selbst Optimierungsoptionen über all die 10 Hebel, die ich Ihnen oder euch gerade gezeigt habe, hinweg. Heißt also, man kann die Kampagne im Live-Modus analysieren lassen, die Lieferkette dabei steuern, die Kohlenstoffintensität und Energiequellen, die für die Auslieferung der Kampagne zur Verfügung gestanden oder eingesetzt wurden, kann man steuern, indem man beispielsweise durch Geo- und Zeit-Targetings den Kohlenstofffußabdruck innerhalb der Energieerzeugung steuert. Ja, also Auslieferung am Wochenende ist weniger energieintensiv bzw. kohlenstoffintensiv als Auslieferung unter der Woche. Warum? Weil viele Industrien, also ein Großteil der Wirtschaft, am Wochenende eben etwas reduziert ist. Relativ einfache Arithmetik. Aber das muss in Echtzeit und runtergerechnet auf die Ausspielung einer Ad, ob jetzt 63 Sekunden Pre-Roll oder 5 Sekunden Display-Banner in einer App, muss mit eingerechnet werden. Und das kann natürlich kein manueller Prozess sein. Das muss über Technologie, mit KI-Unterstützung und Visualisierung geschehen, um daraus einen planbaren Prozess zu machen. Was kann so eine ESP noch? Neben der Visualisierung gewährleistet so eine ESP auch die Möglichkeit, innerhalb von Konzernen dem CSRD-Reporting zuzuarbeiten, durch sehr detaillierte Informationen zu den CO2-Emissionen und involvierten Emittenten und gegebenenfalls auch, wie gut oder schlecht man seine Strategie der CO2-Minimierung innerhalb eines Geschäftsjahres hat umsetzen können, vielleicht sogar besser gemacht hat oder eben weniger gut. Und damit man über die ESP und sozusagen die Optimierungsmechanik auch versteht, wovon wir da reden, beziehungsweise das ins Verhältnis setzen kann zu Leistungsmetriken im digitalen Marketing, brauchen wir hier KPIs, die bisher leider noch nicht standardisiert sind, aber die aktuell sehr gut funktionieren. Da wären zu erwähnen das Energieäquivalent im Kontext Reichweite, also zum Beispiel Kilowattstunden Stromverbrauch bei 1000 Completed Views im Videokontext oder bei 1000 Impressions als Reichweitenkontext oder der CO2-Fußabdruck für 1000 Euro Werbeausgaben, also Werbespending. Und mit diesen Metriken oder KPIs ist man schon recht nah an TKP und CPC und ähnlichem, Engagement Rates. Und die Königsdisziplin in der Standardisierung dieser KPIs ist natürlich, die zu definieren in ihrer sozusagen nicht Nachhaltigkeit, sondern in ihrer Tragfähigkeit als KPI, als in ihrer Omni-Anwendbarkeit. Und wenn das einmal geschehen ist über beispielsweise den BVDW und so Häuser wie die IAB, dann haben wir da einen großen Schritt gemacht. Und dann findet auch eine ESP beispielsweise in der operativen Anwendung nochmal deutlich mehr Resonanz, weil es einfach eine klare datengetriebene Verbindung gibt. Das Potenzial, und das wiederhole ich gerne nochmal, liegt hier allein nur durch die Optimierung von Kampagnen nach
Umwelt- oder Klimafaktoren bei über 50%. Das heißt also, wir können nur durch Optimierung und Minimierung des digitalen Mülls, der involviert ist, über alle Kanäle, digitalen Werbekanäle hinweg, um über 50% reduziert werden. Und wenn das nicht, also wer das nicht als ein Must-Have identifiziert, weil es eben so leicht ist, das zu tun, ja, der hat dann vielleicht auch den Bereich Nachhaltigkeit im digitalen Kontext noch nicht ganz überrissen. Und das meine ich nicht böse, sondern das meine ich etwas polarisierend, denn natürlich kostet das Geld. Ja? Und dann sind wir wieder bei dem Eingangsstatement des Paradigmenwechsels. Das Ganze kann eben auch nur funktionieren, wenn wir weiter wachsen und wenn wir weiter erfolgreich digitale Werbung, digitales Marketing zusammen machen und dabei Spaß haben. Aber immer ein bisschen mehr conscious dabei sind. Ja? Wie kann ich mir das nun vorstellen mit so einer ISP? Kommt der Herr Roloff da jetzt oder der Herr Urdahl, kommen die da jetzt an und stellen einen Laptop? Nein, natürlich nicht. Das ist eine SaaS-Lösung. Das heißt also, man geht ins Gespräch miteinander, analysiert sozusagen den Bedarf oder das Einsatzgebiet im Detail. Es kann ja tatsächlich so sein, dass nicht nur das Campaigning ein Thema ist, sondern eben auch das CSRD-Reporting. Also es ist dann wahrscheinlich eher ein Corporate-Thema und ein CFO, der involviert werden muss. Und genau für diese Teilbereiche kann man sogar konfektionieren. Das heißt, also es gibt dann meinetwegen so eine Art Campaign-Management-Silo. Und dann gibt es daneben aber auch noch ein Reporting-Silo, genau für die CSRD-Anforderungen. Und so kann also auch für den Kunden ganz individuell das Setup in einer sogenannten Test- und Onboarding-Phase eruiert und verfeinert werden, sodass man, wenn man den Onboarding-Prozess als Ganzes betrachtet, innerhalb weniger Wochen, 4 Wochen von wir haben noch nie was davon gehört, hinkommen kann zu wir haben unser Team und unsere Reporting- und unsere Kampagnenoptimierungsstruktur entsprechend aufgesetzt. 4 Wochen ist gar nicht so schlecht. Im Regelfall würde ich aber eher von einem längeren Zeitraum ausgehen, denn allein die Individualisierung zum Beispiel einer Plattform mit den Business Units kann dann auch schon mal länger dauern oder mehrere iterative Runden brauchen. Ja, also ich glaube, der Faktor Zeit ist hierbei gar nicht so relevant, sondern das Ziel ist, die ISP vollumfänglich einsetzen zu können und damit seinen kundenindividuellen Fußabdruck einfach deutlich zu verringern. Was kann unsere Plattform heute und was kann sie morgen? Und wenn ich unsere Plattform sage, nochmal ganz offen und transparent, die haben wir nicht gebaut, sondern unser Tech-Partner in Frankreich, Impact Plus, den ich bereits seit 2020 kenne und damals 2020 auch schon in meine letzte Company Madvertise geholt habe zur Analyse unseres vermarktbaren Inventars als Vermarkter. Und ja, heute steht eben diese ISP, die es vor 3 Jahren noch nicht gab, mit erstaunlicher Feature-Tiefe. Wir können die Reduktion von Kampagnenemissionen bereits automatisiert weitergeben. Heißt, über Pre-Bid-Segmente wird das Optimierungsszenario, werden die Optimierungshebel also in Pre-Bid-Segmente übersetzt und damit automatisiert dem Bid-Verhalten zum Beispiel im Programmatic-Kontext angepasst. Und dadurch wird die Optimierung und damit die Reduktion automatisiert und umgesetzt. Und natürlich entsprechend auf der Plattform in Echtzeit reported. Die Plattform ist mit den ganzen DSPs verbunden. Da findet täglich ein Datenaustausch statt. Kleiner Insight, wenn es um einen spezifischen Advertiser geht, dann geht die Plattform her und checkt bei allen gängigen DSPs und Plattformen, die integriert sind, ob es zu einer spezifischen Advertiser-ID Daten gibt. Und wenn ja, kommen die Daten rüber, werden in dieses Kundensilo, das kann natürlich nur der Kunde selbst sehen und kein anderer ISP-Kunde, aufgezeigt und kann dann jeden Tag optimieren. Werden. Custom Bidding und Domain Reporting und weitere Multichannel-Plattformen sind so die nächsten Schritte auf unserer oder auf der technologischen Entwicklungsroadmap. Und zum Jahresende 2024 hoffen wir bereits mit standardisierten Metriken, also die aus den Trade Unions und anderen Organisationen als sozusagen Standard kommuniziert werden, Stichwort IAB. Wir werden Performance-KPIs hinzubekommen, das heißt also, es geht dann auch sehr, sehr stark in Engagement-KPIs im Kontext Nachhaltigkeit und nicht zuletzt geht es auch darum, weitere Multi-Channel-Tools nach und nach onzuboarden, um automatisiert, kanalagnostisch, also übergreifend über alle digitalen Advertising-Kanäle
auswerten zu können und optimieren zu können. Ab nächstem Jahr werden wir dann auch mit der Sell-Side an den Start gehen. Heißt, wir werden dann auch ähnlich aktuellen Optionen wie Scope 3, die ja aber nicht wirklich ein Dashboarding beispielsweise aktuell sichtbar haben, werden wir auch für die Sell-Side, also sprich für Publisher und Publisher-Netzwerke und auch für Vermarktungsnetzwerke, die Möglichkeit haben, ihr Inventar automatisiert zu auditen nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und diese Informationen weiterzugeben in DSPs, weil das ist am Ende, glaube ich, der wichtigste Schritt. Nicht, dass man irgendeine Technologie irgendwo rein vermarktet und die dann verwendet wird und dann ist alles super, sondern es muss diesen Awareness-Switch geben. Es muss bei jedem Kampagnen-Setup eigentlich auch immer das Wissen darum geben, was bedeutet das eigentlich in Emissionen oder in anderen Nachhaltigkeitsfaktoren oder KPIs übersetzt. Wer ist Pure? Das sind wir, der Erik, unsere zwei lieben Kollegen Jana und Mehdi in Paris und meine Wenigkeit. Und wir sind hier, weil wir die digitale Werbeindustrie dekarbonisieren wollen und Advertisern und Agenturen im ersten Schritt das Tool an die Hand geben wollen, um das autark und selbstbestimmt zu tun. Danke. Super, ganz lieben Dank, François. Wir haben jetzt eine Frage noch reinbekommen. Magst du die beantworten? Nee. Wie viel CO2 emittiert eure Plattform für die Analyse? Und wie groß ist dann am Ende der Effekt der eingesparten Emissionen? Ja, also tatsächlich verbraucht natürlich jede Plattform auch Strom. Ich kann euch nicht sagen, was unsere Plattform aktuell für einen Strom verbraucht. Ich kann aber sagen, dass das jedes Jahr reported und auch direkt off, also über Clearing-Zertifikate, ausgeglichen wird. Das im Übrigen ist ein Value-Added-Service, den auch Pure innerhalb der nächsten 12 Monate neben dem Thema Zertifizierung angehen wird, um sozusagen die Eintrittsbarrieren so niedrig wie möglich zu halten, sich in diesen Reduktionskontext einzubringen als Advertiser oder Agentur. Wir freuen uns natürlich auf Gespräche auch mit Agenturen, die gegebenenfalls sowas auch als Eigenprodukt erdenken wollen. Das wäre uns natürlich nicht ganz unrecht, denn dadurch entsteht ein schöner Multiplikatoren-Effekt, ein schwieriges Wort. Und ja, daran arbeiten wir. Super, vielen Dank. Gibt es noch spontan Fragen aus dem Publikum? Nicht? Die sind alle überwältigt von deinem wertvollen Beitrag. Dann bleibt uns nur übrig zu sagen, vielen Dank für diesen tollen Beitrag, für diesen wichtigen Beitrag. Danke euch fürs Zuhören. Das war's mit der D3Con dieses Jahr, also zumindest mit dem offiziellen Programm. Es gibt noch ein Dinner, es gibt noch eine Party heute. Ansonsten, falls ihr da nicht hingeht, kommt gut nach Hause.